Der Winter ist vorbei und damit auch die Heizperiode. Für Günther Lachner bedeutet das Frühjahrsputz seines Kaminofens. Doch Ruß ist äußerst hartnäckig, denn er besteht aus feinsten Teilchen. So kriecht er selbst bis in die kleinsten Ritzen. Außerdem, aufgrund seiner öligen Bestandteile lässt er sich, ähnlich wie ein Fettfleck, nur schwer wieder entfernen. Um seinen Ofen zu reinigen, bediente sich Günther Lachner viele Jahre lang alter Hausmittelchen, wie zum Beispiel Zeitungspapier, jedoch mit mäßigem Erfolg. Der Ofen wurde nicht richtig sauber, das Wohnzimmer dafür umso schmutziger. Dieses leidige Thema soll jetzt ein Ende haben. Mithilfe einer ganz speziellen Seife rückt Günther Lachner dem Schmutz zu Leibe. Ihre besondere Wirkung entdeckte er durch puren Zufall. Ich hatte rußverschmierte Hände, bin in mein Badezimmer gegangen, um mir die Hände zu waschen, habe mir eine der dort liegenden Seifen genommen und habe festgestellt, es ist ausgerechnet meine Duftseife gewesen. Vor 4 Jahren hatte er seine Leidenschaft für Duftseifen entdeckt. Seitdem kreiert er eigene Seifen, zum Beispiel mit Kiwi- oder Erdbeerduft. Die lässt er nach seinen Vorgaben anfertigen. Was das rußreinigende Geheimnis seiner Seife ist, weiß er selbst nicht so genau. Im Prinzip funktionieren sie wie alle anderen Seifen. Kommen Wassertropfen mit der Seifenlauge in Berührung, können sie sich besser auf der Fläche verteilen. Der Schmutz wird gelöst und anschließend einfach mit dem Waschwasser abtransportiert. Seife in ihrer ursprünglichen Rezeptur wird allerdings nur noch wenig verwendet. Moderne Flüssigseifen haben sie verdrängt. Der Grund dafür ist der hohe pH-Wert der Seife, wie diese Messung zeigt. Bei einem pH-Wert von 7 ist ein Stoff neutral. Normale Seife besitzt einen pH-Wert von 10. Er zerstört den natürlichen Fettfilm der Haut und kann sie so schädigen. Doch leider haben nur diese alkalischen Waschlaugen auch eine fettlösende, reinigende Wirkung. Die Duftseifen von Günther Lachner sind gerade alkalisch genug, um Schmutz zu lösen, ohne die Haut anzugreifen. Und wer könnte das besser beurteilen als jemand, der sich berufsbedingt die Hände schmutzig macht? Schornsteinfegermeister Philipp Böhm nutzt die neue Seife seit einem Jahr regelmäßig. Also ich habe es auch nicht geglaubt. Ich habe schon einiges ausprobiert und es hat nicht geklappt und das klappt wirklich. Und ich benutze es nicht nur für die Hände, sondern für den kompletten Körper, also auch beim Duschen. Doch, da war ja auch noch das Problem mit dem Kaminofen. Eines Tages kam Günther Lachner da beim Putzen wieder seine Duftseife in den Sinn. Was bei den Händen hilft, muss ja auch beim Ofen nicht schaden. Und es funktionierte tatsächlich. Und so gab er seiner Duftseife auch ein besonderes Ofen-Outfit. Sie ist dunkelbraun eingefärbt, ein wenig orientiert an der Farbe des Rußes. Und es ist ihr ganz besonderer Duft. Sie duftet dezent nach Kakao. Seitdem lässt sich Günther Lachner immer wieder mal was Neues einfallen. Beispiel: Für Fahrradketten verschmierte Hände entwickelte er ein spezielles Seifenreinigungsset für unterwegs. Für allzeit gute Fahrt.